Daumen nach oben und damit willkommen zurück zu Arms Global Test Punts. Ja, ich bin nicht alleine da, denn er ist auch da, der Robin von Mr. Understreet Snow. Sag ja. Mal hallo. Hallo, ich habe gleich schon reingestartet. Ja, Standardkampf, Two-Player. Yep. Jetzt bist du der Babu, okay. Ja, kann mir ruhig Rest sein. Also ich bin der mit dem Pro-Controller. Und ich bin der, der Gamercodes heißt. Ja. Ah, ich darf wieder den Typen mal auswählen. Ich bin Ninjara. Hier, der hier wieder. Und wie ihr sehen könnt, gehen die Server jetzt schon eine Minute davor. Wir sind online, es ist nur einfach noch kein anderer da, die kommen jetzt erst so langsam. So. Ja. Aha, wir können sie aufwärmen. Nein. Aber das können wir nicht, weil es einfach so gleich losgeht, wir zumindest können, was mich betrifft. Wir können aufwärmen? Nein, wir können gleich nicht. Was? Was passiert? Ah, nee, guck, sind doch alle. Hä? Ja, ich bin einfach mal random nicht dabei. Du bist dabei, ich bin... Doch, du bist dabei. Wo bin ich denn? Ich bin dabei nur. Hä? Ich bin nicht dabei. Ja, eben, ich bin allgemeine dabei. Verwirrung herrscht hier gerade. Und los geht's. Mann, ich hab gehört, dass der gut sein soll, dieser Alien. Der blockt die ganze Zeit alles. Ja, komm. Blockt dich, okay. Ja, der blockt. Der sieht eher, der blockt. Und ich verklopp ihn schon wieder, du. Mit meinem Ninja bist du nicht gewachsen. Aber was auch immer du mit deinem Blocken kannst. Was rede ich gerade? Er kann zwar blocken. Ja, übrigens, Leute, das ist jetzt der 2 Uhr Nachtslot. Allein diese Tatsache ist immer ganz krass. Wir spielen jetzt auf dem Pro-Controller. Auch diese Tatsache ist verdammt krass. Und ja, wir sind wirklich so dumm und spielen den fucking 3 Uhr Nachtslot. Ja. Wir haben nichts Besseres zu tun, ne? Mann, da klopp ihn doch nicht. Ich bin zu dumm. Ich weiß nicht, wie man Ulti einsetzt. Ja, eben merkt man, wir sind müde. Aber wir wollen jede Zeit nutzen, die wir haben. Außer wir verpennen sie. Arms muss gespielt werden. Das stimmt. Denn wir wollen ja ein Bild haben. Ja, Arms. Hilfe, bäh. Okay, So, ja, Wir wärmen uns jetzt auf. Und. Man kann bei Arms ja eigentlich nur online spielen. Testen jetzt hier. Das ist aber dieser Standard-Online-Kampf und das ist halt so cool. Und auch da merkt man, es hat so ein bisschen was auf uns Platoon. Ne? Standardkampf online, das ist im Prinzip dasselbe. Und ich glaube, im fertigen Spiel gibt es dann auch so einen Platz, wo sich dann alle befinden und so weiter, wie man es aus Platoon eben kennt, würde ich mal denken. Im Übrigen, falls wir, ja, Zeit. Nein, was? Ich glaube, weil es sah noch so aus, als ob jemand dazukommt. Nee. Viel Spaß. Ah, jetzt bin ich dran. Der ist einfach viel zu riesig. Ja, cool. Hey, deiner ist vielleicht ein leichtes Ziel. Oh, ja. Ja. Muss ich erst wieder dran gewöhnen. Hatte ich jetzt aktuell seit heute Nachmittag de facto nicht mehr gespielt gehabt. So. Du haust einfach drauf. Ja, ich tue einfach draufhauen, aber ja, als ob du jetzt schon das ist auch gezielt. Da rein. Das ist ja ohne Tick. Kannst du noch rein? Muss. Ja, ich mach den. Nein, ja, jetzt Ulti. Macht der mich vielleicht kalt. Oh, nee. Ich tue meine Hände noch ganz weh von der ganzen Scheiße hier, ey. Und er ist K.O. Bam! Ja. So geht das, Leute. David spielt auch mit dem Joker. Also, er spielt mit Joy-Cons, ich spiele mit dem Pro-Controller. Ja, ich weiß, abends mit dem Pro-Controller. Ja, gut. Ist ein bisschen scheiße, ne? Naja, ja. Was haben auch Nintendo macht mit dem Pro-Controller? Halt alle Leute, die Bewegungssteuerung zum Abfacken finden, spielen mit dem Pro-Controller. Alle, die sagen, die Bewegungssteuerung ist geil, spielen mit der. So ungefähr. Aber du hast noch gar nicht mit der Bewegungssteuerung gespielt, oder? Dann bekommst du die jetzt mal. Nee, doch, ich hab doch im Livestream. Stimmt. Dann nehme ich die. Nee, aber ich finde Bewegungssteuerung eigentlich schon ganz cool, aber irgendwie auch unnötig, weil. Ich weiß nicht. Ja, für dieses Spiel passt es. Ja, für dieses Spiel passt schon, aber Splatoon zum Beispiel finde ich halt wirklich unnötig.
Echt? Ja. Aber Mario Kart finde ich die eigentlich auch wieder vorteilhaft. Also, kommt auf das Spiel drauf an, aber wie gesagt, abends finde ich, macht mit den Joy-Cons erst mehr Sinn, wenn die nicht gerade die Verbindung verlieren. Und wir sind hier einfach in einem Team. Das kann nämlich schief gehen. Okay, so spielen wir das jetzt. Ja, ja, Stichwort, es kann ja nur schief gehen. David, du musst es. Rette es. Ich probiere es. Ha! Ich hab nicht geschlagen. Okay, ha! Unnötig. Was machen wir eigentlich gerade? Den Arms. Ja, wow. Erzähl mir was Neues. Nein, ich habe an der Seite explodieren. Leute, du kannst doch rüberschlagen. Da, nein. Das ja. Ist wie dieses Bombespiel, was die im Französisch spielen. Alles klar. Never die, never ja, cry. Natürlich, so im letzten Moment. Nee, ich Moment. Bin raus. Hey. Aber wenigstens ein Punkt. Ja. Nicht ganz so schlimm. Ja. Also übrigens, Leute, weil es noch ein bisschen unklar war, es hat bis jetzt uns los den Livestream, diese 45 Minuten, die wir dann Livestream hatten, auf einmal hochzuladen als Part. Also nicht, dass jetzt noch etwas sie eine Part zu teilen, sondern die Livestream-Part ist quasi ein Part, weil die Slots hier, die ich aufnehmen tue, ist ja immer in vier Teile teilen. Livestream-Part total ist nicht. Das wisst ihr darüber auch bis heute. Und du bist nicht dabei. Einigermaßen. Ja, das stimmt. Das macht mir aber nicht. Mann, dieser. Nicht wirklich viele aus. Kann, ja. Wozu spielen wir denn, glaube ich? Was denn dort? Hat man hier ja nun mal. Hahaha. Ha, ha. Mann, dieser Gummityp, der blockt alles sowieso. Ja, der ist ganz böse. Der ist ganz böse. Also übrigens, Leute, falls ihr euch jetzt irgendwie beschweren wollt, ne, ihr braucht euch erst nicht wundern, weshalb wir um 2 Uhr nachts keine Facecam benutzen. Aber ich denke mal, darüber braucht es nichts zu erklären. Ja, und ich spiele gerade nur... Wow. Das heißt es zusammen. Nein. Oh, wir haben gewonnen. Ja, ich habe den gerade am Ende. Ja, kleiner Fun Fact, den ihr bestimmt schon gemerkt habt. Wenn wir gewinnen, steht K.O. in weiß, wenn die verlieren, in schwarz. Schwarz. Ja. Oder immer das war. Das weiß man nicht. Okay. Ja, jetzt hattest du ans Wissen schon sogar. Ein an Dreiviertel, ja, ziemlich dran, ne? Ja, du bist. Bisschen was über eine Stunde, eineinhalb Stunden abends gespielt, während ich jetzt hier im Zug bin. Erzähl doch mal, was du bis jetzt so von Arm hältst. Arm? Arms. Ich? Oh, ja, okay. Du. Ach, ich mach den Feld, nein. Wir oben nehmen dich, sie nehmen sich gerade zu nah, vielleicht willst du hinlaufen. Indem du so, nur so neigst. So, guck. Ja, du musst die beide so neigen, dann läufst du hin. Ich bin nämlich schon voll der Arms-Profi. Das ist mit dem Laufen umgegangen, nicht ganz so vertraut. Okay, ja. Also was ich von Arms halte, habe ich im Livestream gesagt. Ah, fuck, ich bin alle auf mich zu. Ja. Ich glaube, dass Arms also am Anfang dachte ich, ja, dass Arms nichts so gut es wird und so. Jetzt glaube ich, aber, dass. Ich ja, das raus, das weiß es. Dass Arms großes Potenzial hat. Bam! Nicht Bam. Und ich glaube ja, dass noch viel daraus werden könnt. Ja, und dass es eigentlich ganz erfolgreich wird. Ja, meinst du, es so ein Hit wird wie Splatoon zu Views halten noch? Naja, also prozentual gesehen von den. Also Splatoon hat sich. Was machen die da gerade? Die kämpfen und die müssen eh warten, bis der Kampf vorbei ist. Die so tun dann gerade die ganze. Der eine hat gerade die ganze Zeit geblockt und der andere hat geschlagen oder die andere. Okay. Ja. Ja. Also Splatoon war ja. Prozentual gesehen, weiß ich nicht, ob es das aufholt und so, aber ja, es wird jetzt hier insgesamt nicht so oft verkauft, weil die halt die ganze Wii U ja nicht so oft gekauft würde. Deswegen weiß ich nicht, ob man es ja so vergleichen kann, aber
Halt von den Hype-Hit-Gedöns, weil, ja. Ja, also Splatoon, bin mal gespannt. Ja, Splatoon ist ja mein Lieblingsspiel und und Arms wird es nicht ablösen, aber natürlich ist, also ich finde Arms ist auch ein richtig cooles Spiel, ja. Und ja, mich hat es auch positiv überrascht, was das jetzt wird. Ich spiele der Volleyball. Ganz schön werden. Jetzt auch, wenn die noch die anderen Modis, die wir bis zum gesehen haben, noch wirklich reinbringen, da was draus machen, wird das glaube ich schon was werden. Bin ja mal ganz optimistisch. Und ich spiele mal wieder Volleyball, wie sehr es es mag. Ich mag es gar nicht. Oder? Ja. Damit, du musst die so nach vorne neigen, beide und dann. Das jetzt. Nach vorne neigen. Nein, du musst hier lieber, wo du irgendwas nach vorne neigst, lieber. Hier, okay. Warum guck wie mein Hacken gekriegt wird? Keine Ahnung, dass die ganzen Telcons schütteln kommt oder woher das kommt. Ja, da. Das ist wieder ein Pro-Controller benutzen. Okay, Ah, wir haben einen Punkt gemacht, man glaubt's nicht. Also so weit. Wow. Wir hätten hier auch einen Punkt gemacht. Nope. Ich glaube, da sind sogar diese Dreier-Dinge, die ich hier gerade benutze. Dreier. Also, die sind glaube ich ganz gut, also. Nein! Mann, nee, unnötig. Ja, sehr unnötig. Vor allem sehr knapp unnötig. Knapp und unnötig ist das Schlimmste. Ja, beides ist schlimm, aber. Genau! Ich würde sagen, wir konnten schon ausgeglichen bekommen, aber nie, daraus wird wohl erstmal nichts. Im letzten Moment, genauso wie davor, wird es noch rüber geschlagen. Ja. Sowas kann passieren. Ach. Aber auch unnötig. Naja. Okay. Boah. Und ich dachte schon, ich war verrückt, wie ich so Splatoon 2 Global Testfire die 4 Uhr Slots genutzt habe. Vor allem, wir sind einfach instant wach geblieben bis jetzt und sie haben nicht davor geschlafen, so dumm wie wir sind. Aber ja, wer hätte gedacht, ne? Dumme Kinder halt. Weiß nicht. Oh ja. Wie setzt man den Schild an? Okay, warte. Ha. Nein, ich wollte die Reifen zerschmettern. Gar nicht, ne? Gar nicht. Warte, ich. Okay, Oh, was mache ich gerade mit? Warte. Ich steuere das außen rum. Ui. Keine Ahnung. Ha. Okay, ja, hier, ich muss dir was zeigen. Mann, wo der hin. Und? Wir haben was gefunden. Ja. Ah, ein Kampf, okay. Die beiden gegen uns. Beide. Wie mehr gesagt. Miss. Wieso? Und das. Ja. Ja, halt du hast es gesagt. So. Ich weiß immer noch nicht, wie man blockt. Okay, der hat's rausgefunden. Na, das also, um das jetzt ganz klar und deutlich zu sagen, ich bin nicht in den Qualitäten, die ich sonst immer habe, wenn ich das irgendwie nachmittags spiele, weil es doch in der Tat so ein großer Unterschied. Ob das jetzt irgendwie 2 Uhr nachts oder irgendwie 14 Uhr nachmittags ist. Ihr könnt euch das vorstellen. Echt? Nee, gar nicht, ne? Unkonzentriert. Ja, ich kann erst wirklich. Ich tue gerade einfach nur irgendwo hinballern und habe keine Ahnung, was das potenziell bringt. Und ich glaube, die haben wir gerade ziemlich fertig gemacht. Ja, beide auf einmal diese geile Kombo. Es ist halt richtig nice. Nur noch ein Gegner und den machen wir jetzt auch kalt. Ha. Nein, ich will ihn. Gib ihn mir, lass ihn mir, nein. Nice. Ist mal geschafft. Finde ich irgendwie. Sieg. Bist du echt müde? Ja, ein bisschen schon, ne? Ein bisschen, ne? Ja, das sollte von dem Part auch jetzt hier erstmal wieder gewesen sein. Ich mache jetzt da 4 Viertelstunde Parts ungefähr. Na, im nächsten Part geht's weiter dann mit dem nächsten Kampf.
Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.